Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Thorsten Ziegner trifft auf Christian Neithardt. In der Tabelle ist das Rang 8 gegen Rang 19, aber Meppen zuletzt mit ansprechenden Leistungen. Nur der Ertrag, der fehlte bei den Gästen. 6.500 Zuschauer sind gekommen und die sehen, dass Thorsten Ziegner drei Spitzen aufgestellt hat. Und die sind in der 12. Minute direkt mal am Start. Mai auf Sohm, Sohm auf Fetsch und Fetsch ins Tor hinein. So einfach kann es gehen, das hallische Dreigestirn stellt auf 1:0 in Person von Matthias Fetschs vierten Saisontreffer. 13 Minuten gerade rum, aber wir werden sehen, dass Erik Domaschke die Finger noch dran hatte, den Ball allerdings nur noch an den Innenpfosten lenken kann. Start nach Maß für die Gastgeber und von den Gästen nach einer knappen halben Stunde dann mal dieser lange Schlag und Dennis Undarf gegen Eisele. Was macht der Schiedsrichter? Nichts, er lässt weiterspielen. In dieser Einstellung sieht es danach aus, dass Eisele Undarf umremmt und von der anderen Kamera haben wir eine andere Wahrnehmung. Hier nämlich Undarf, der gegen Eisele gegenspringt. Schwierige Situation, die der Schiedsrichter in dieser Situation zu meistern hatte. Weiter geht's mit Niklas Landgraf und seinem langen Schlag. Der findet Fetsch, stellt Fetsch auf 2:0. Nee, aber Sebastian Mai macht das 2:0, weil sich Komenda, der nach Sperre wieder mit dabei ist, vollkommen verschätzt. Mai hat dann überhaupt keine Probleme mehr, auf 2:0 zu stellen. Christian Neithardt hat eine Menge zu notieren, aber seine Mannschaft kommt noch mal kurz vor dem Halbzeitpfiff. 43. Minute, Julian von Hake ist das, auf Krämer und der auf Undorf. Statt Anschlusstor nur Köpfe schütteln bei den Meppnern. Das muss das 1:2 sein. Die erste richtig gute Gelegenheit endet am Außenpfosten für Meppen. Kein Grund, Trübsal zu blasen für Thorsten Ziegner. Seine Mannschaft macht das gut, hat aber dann Glück in der zweiten Hälfte, dass Nick Broschwitz nur den Ball ans Aluminium köpft. Eisele allerdings auch noch mit den Fingerspitzen dran. Meppen kommt und offeriert Räume. Sohm auf Fetsch, das hatten wir doch schon mal vor dem 1:0, nämlich jetzt aber nicht das 3:0. Domaschke bleibt lange stehen. Macht das prima, da darf man sich schon mal ärgern. Halle will allerdings das 3:0 erzwingen. Es wäre die Entscheidung in diesem Spiel und sie spielen es auch schick und schön über Bahn und Fetsch und wieder Fetsch, der wieder scheitert an Domaschke. Und so bleibt es beim 2:0. Ein gefährliches Ergebnis für den Halleschen FC. Wenn Meppen den Anschluss erzielen sollte, wird es nochmal eine heiße Kiste. Nochmal der lange Schlag. Wir sind schon ganz am Ende des Spiels, aber der Ball rutscht durch zum eingewechselten Max Wegner und der hat das Auge für Broschwitz. Da ist der Anschluss und da kriegen wir doch nochmal die heiße Kiste. Nick Broschwitz mit dem Anschlusstor in der Nachspielzeit. Sein zweiter Saisontreffer. Was geht noch für Meppen? Sie wollen alles nach vorne werfen, dürfen aber nicht mehr. Kurz darauf ist Feierabend und Thorsten Ziegner darf sich über einen verdienten 2:1 Erfolg freuen. Ich denke, dass wir offensiv sehr präsent waren und sehr viele Chancen erarbeitet haben. Es hätte auch durchaus höher ausgehen können, aber die Chancen muss man sich erstmal so erarbeiten und ich glaube, da haben wir gute Leistung heute gemacht. Ja, Halle hat das, denke ich, gut gemacht, haben mit langen Bällen gespielt und haben sie natürlich ihre Qualitäten. Erste Halbzeit hatten wir, glaube ich, auch zwei, drei anständige Möglichkeiten. Fehlt uns ein bisschen das Glück bei dem Pfostenkopfball von Dennis und ja, dann kommt das am Schluss leider zu spät. Halle springt mit diesem Sieg in die Spitzengruppe der dritten Liga und darf sich nächste Woche Samstag auf ein schmuckes Gastspiel beim TSV 1860 München freuen, während Meppen das nächste Schwergewicht vor die Brust bekommt. Es geht vor heimischer Kulisse gegen Karlsruhe.